Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Miriam von Miriam Kauwasch Fotografie. Ich freue mich total, dass du wieder hier mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Lightroom und Presets. Was sind Presets eigentlich? Wie benutze ich sie am besten? Wie bekomme ich sie in Lightroom importiert? Und wie bekomme ich sie dann auf mein Handy in Lightroom Mobile? Das werden wir heute alles besprechen. Bleib dran! Ganz kurze Erklärung dazu, was ein Preset eigentlich ist. Wenn du in Lightroom ein Bild importierst, kannst du ja alle möglichen Regler verändern, um den Look des Bildes anzupassen. Und das alles kannst du in einer Voreinstellung oder auch in einem Preset abspeichern. Wenn du dann dieses Preset auf ein nicht bearbeitetes Bild anwendest, werden exakt diese Einstellungen, die du vorher in den Reglern eingestellt hast, übernommen. Und deswegen sind Presets halt unfassbar praktisch, weil du halt einen Look gezielt auf verschiedene Bilder anwenden kannst. Wenn du also Presets von einem Fotografen kaufst, dessen Look du relativ gut findest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du diesen Look auch irgendwie reproduzieren kannst. Da ist aber auch schon die Schwierigkeit in der Sache. Denn wenn du einem Fotografen folgst, der beispielsweise in Hawaii am Strand die ganze Zeit Bilder macht und dort ein Preset erstellt, du aber in Brandenburg mit relativ bewölktem Licht die ganze Zeit arbeiten musst oder in einem Kiefernwald, dann wird sein Preset auf deinen Bildern einfach nie so aussehen, wie es bei ihm aussieht. Das hat ganz einfach auch was mit der Umgebung und der Lichtfarbe und der Helligkeit und was weiß ich was zu tun. Also Presets sind auch immer so ein bisschen vorsichtig zu betrachten. Wenn du ein Preset kaufst, dann musst du es immer nochmal auf deinen Look anpassen bzw. auf deine Gegebenheiten. Deswegen, wenn du ein Preset herunterlädst und für dich anpasst, dann ist das erste oder die zwei Dinge, die du immer anpassen solltest, die Belichtung und vor allen Dingen der Weißabgleich. Das sind die Dinge, die dich wahrscheinlich dann retten werden, wo du dann nicht genervt bist von einem Preset. Das also als kleiner Exkurs zum Thema Preset und wie man sie nochmal anpassen muss und dass man sie unbedingt anpassen muss, weil nicht jedes Preset einfach zu dir und deinen Gegebenheiten passen wird. Und jetzt zeige ich dir, wie du die Presets in Lightroom importierst und vor allen Dingen, wie du sie dann in Lightroom Mobile bekommst. Du öffnest den ZIP-Ordner und packst die Datei und merkst dir, wo du diese TMP-Datei abgelegt hast. Dann gehst du zu Lightroom in den Bearbeiten-Modus und bei Presets klickst du auf das Plus und wählst dann die TMP-Datei auf. Das Preset wird unter Benutzer-Preset abgelegt. Ich suche das jetzt gerade, weil ich ein paar mehr Presets habe. Genau, ich mache jetzt Rechtsklicks und füge es gleich zu den Favoriten hinzu, damit ich es einfach schneller finde. Und jetzt wähle ich es einfach nur ein und das Einzige, was ich noch machen muss, ist die Belichtung und den Weißabgleich anzupassen. That's it. So schnell hast du ein Preset in Lightroom importiert und auch angewendet. Wenn du die ZIP runtergeladen und entpackt hast, hast du darin auch eine DNG-Datei gefunden. Übertrage die DNG-Datei auf dein Handy, entweder via E-Mail, Dropbox, Google Drive, AirDrop, wie auch immer. Auf dem Handy kann es sein, dass das Bild nur weiß ist. Bei mir sieht es jetzt normal aus, aber selbst wenn es nur weiß wäre, wäre das auch normal. Öffne jetzt Lightroom und importiere diese DNG-Datei wie ein normales Bild. Du kannst dann auf die drei Punkte oben rechts in der Ecke klicken und gehst auf Preset erstellen. Du kannst jetzt auch noch eine Preset-Gruppe vergeben, also einen neuen Namen vergeben. Ich mache das jetzt auch, ich nenne das jetzt Miriam Kauwasch Presets. Und dann kannst du dem Preset noch einen Namen geben. Genau, ich vergebe jetzt auch einen Namen und sage dann OK, indem ich auf das Häkchen oben rechts klicke. Und jetzt importiere ich eine neue RAW-Datei, wie das hier, und gehe unten links auf Preset, wechsle dann noch den Ordner, weil wir haben ja gerade einen neuen angelegt, genau, und klicke jetzt auf das Preset. Fertig! Jetzt muss ich auch nur noch das Preset anpassen, indem ich die Belichtung und eben den Weißabgleich ändere. Und das war's auch schon. Das war's zum Thema Lightroom und Presets. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt. Wenn es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch hier und schreib vor allen Dingen gerne einen Kommentar. Und vergiss vor allen Dingen nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich total freuen, wenn wir in diesem Jahr vielleicht noch die 100 Abonnenten knacken würden. Ich habe noch ganz viele andere Videos zum Thema Lightroom, Photoshop, Fotografie, Bildbearbeitung und vor allen Dingen auch Live-Sessions. Schau da gerne mal vorbei und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!